JTV und ja man, heute kommt mal ein neues Video wieder, seit langer Zeit, ich weiß, ich war weg gewesen eine Weile und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, es kommt irgendwann mal noch die, ich spreche das Thema nochmal ganz in Ruhe nochmal an und ja, hab mir halt gedacht, komm, heute mal ein anderes Video, meine Reaction, vielleicht feiert ihr es ja, weil mein Leben ist eigentlich nur Hip-Hop oder auch Deutschrap genannt. Und ja, würde halt sagen, ich, wie ihr selber schon im Titel gesehen habt oder auch jetzt im Hintergrund sehen werdet, ich reagiere auf Lukas, Sky is the Limit, also alles dabei, was halt sein muss. Produzent, er selber, Ring, Mastering. Und halt die Kamera meiner. Jetzt fangen wir mal an. Also erstmal richtig geiles Design. Das war Loco und dann Sky is the Limit. Richtig nice. Und auch der Beat bis jetzt ein richtig geiler Jordan Beat. Also ich hoffe mal, dass da noch was richtig geiles reinkommt. Go for this Rap Beat, ich gebe jetzt Beat, ey, dieser Flow ist echt mies. Ra, die Vergangenheit ist mir Wayne, smoke ich schon mit der Gang. Fick auf Fakes, wife auf die City, scheuen ab auf die Skyline. Sage zu miesen Zeiten, bye bye. Ich schau hinab auf die Skyline, sage zu miesen Zeiten, bye bye. Also, gemerkt habe ich, dass er auf jeden Fall ein bisschen besser ist. Also, er hat sich gesteigert mit den Raps auf jeden Fall. Also, mit seiner Stimme hat er sich auf jeden Fall verbessert. Wie die anderen Lieder davor. Weil in den anderen zwei Liedern, wo er bis jetzt produziert hat, richtig hart Autotunes reingeballert einfach. Des Todes einfach nur reingeballert und hier hört man teilweise jetzt nicht arg viel und ja, ich weiß, ich bin kein Rap-Experte und so, ich höre es nur, ich feiere es und lieb's nur, aber ich bin kein Experte. Und wenn es irgendwelche andere Meinungen gibt, dann schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Und ja, auf jeden Fall, was mir noch aufgefallen ist, dass er, wie in den, also gerade seinem ersten Video, dass er da dann halt eher mehr dazu, also mit seinem Körper und so, also nicht nur so rumstehen soll, sondern auch Bewegungen mitmacht, nicht nur Hände, sondern auch Körper oder Füße oder keine Ahnung, und nicht nur so Standsachen machen, also ist schon gut, aber so ein bisschen dieses Reinlaufen oder keine Ahnung, dieses, was weiß ich, was es alles gibt in den Rap-Sachen, alles so an Bewegungen oder kleinen Effekten oder irgendwas halt einfach. Und ja, ich glaube jetzt nicht viel weiter. Fliege nach Miami oder Hollywood, Sky is the limit, es gibt nur einen Gott. Du bringst jetzt am Fließband, ein nach dem anderen, wie Wiz Khalifa. Sella wie mein Lifestyle, hustle für das Highlife. Rap, der gibt die Drinks einfach, denn schon bald hab ich mein High. Bitch, ich zieh die Sache durch wie Charlie Sheen. In meiner Gang siehst du keine Fakes, wohnen wie Sky is the limit. Eines Tages werd ich fliehen, anstatt von Miami Beach, wo ich singe. Sky is the limit. Es gibt kein Plan B, ich will mich in den Chart sehen. Eines Tages werde ich in der Tür stehen. Folgt deinem Zebra, sonst wird's zu. Ihr müsst jetzt auf einfach mal hinten auf dieses Motorwort achten. Weil jetzt kommt eine kleine Szene, wo sich was verändert hat. Also nicht wundern, wenn jetzt irgendwas sich verändert hat. Tief, Sky is the limit, Lukas Motiv. Ich schieße für die Gang, Mama, nur Liebe für die Fam, ja, ja. Ich schieße für die Gang. Das ist echt gemein. Die haben jetzt hier oben noch Luca offiziell reingemacht und ja. Ist wirklich richtig gut gemacht und auch professionell, also wirklich richtig geil, Bombe, Digga. Bitch, ich habe das nötige Talent, mache weiter, bis mich jeder in Zukunft kennt. Ich will in Miami Beach ne Villa, ein Lambo und mehr Cash als ein Cubitriller. Sell out me, my lifestyle, hustle für das Highlife. Rat, der gibt die Drinks einfach hoch, denn schon bald hab ich mein Hype. Bitch, ich zieh die Sache durch wie Charlie Sheen. In meiner Gang siehst du keine Fakes, Monami, Sky is the limit. Alles Tages werd ich gehen, anstatt von Miami Beach. Sky is the limit. Sky is the limit.
Zudem wollte ich jetzt auch nochmal kurz was sagen. Also jetzt singt er Real, er will Real bleiben, aber dazu muss ich noch eine ganz kurze Geschichte sagen. Also in dem Lied Falsche Freunde von ihm ging es halt um eine Sache, wo halt andere Freunde von damals halt einfach irgendwie, keine Ahnung, nicht so gut, einfach richtig scheiße, nicht so richtig in den Dings, weil ich und er kennen sich halt auch richtig gut und so, hat einfach von sowas halt einfach nicht gedacht, so von ihm, das, und ja, also, Digga, also wenn du das jetzt siehst und so, hoff mal, dass du das auch verstehst und so mit den Dings, was ich jetzt sag, weil irgendwann muss ich das sagen und hätte einfach scheiße für die anderen halt rüber oder so richtig runtergezogen einfach, weißt du? Und denkst du so, ja man, mit denen kann man was machen und dann bringst du in dem Lied irgendwelche Freunde rein, wo du halt richtig denkst, obwohl die eigentlich nicht arg viel, also ja, nicht dumm, nicht so schlimm waren, einfach sagen wir es mal so. Weißt du? Und ja, das war es jetzt erstmal und auf jeden Fall im originale Lied tue ich noch unten in die unten verlinken, also schaut es euch an, wenn ihr jetzt das originale Video angucken wollt und nicht die Reaction dazu, also. Ich bleibe real, ja, mit Melodien, Bitch, irgendwann erreiche ich endlich mein Ziel. Ich will Cash verdienen, verkaufe niemandes Ziel, ich bleibe real, mit Melodien. Und zum Beat, also er ist ein richtig guter, richtig geiler Jordan Beat, also kann man nicht sagen, ihr könnt ja die Protester, die wo nicht produziert haben, sondern die wo Ahnung davon haben, könnt ja mal was dazu schreiben. Ich bin kein Rap-Experte, ich sag's jetzt zum allerletzten Mal. Und wenn irgendwelche fucking Hater da unten reinschreiben, ja, du hast keine Ahnung von Musik, keine Ahnung, dies, das und so, aber in manchen Sachen habe ich wirklich Ahnung. Beste Limit, eines Tages werde ich fliehen an Strand von Miami Beach und ich sehe Miami Beach. Sky is the limit. Sky is the limit. Sky is the limit. Ja, also am Ende hat er auch wieder alles richtig gut eingelistet. Richtig super. Und ja, also da wir jetzt hier am Ende sind, würde ich eigentlich jetzt noch sagen, das war's jetzt mit meiner Reaction. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, lasst einfach einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, auf welchen Beat ich oder auf welchen Rapper ich noch mehr, wie heißt es, reacten soll und ja, oder was ich besser machen kann und ja, auf jeden Fall, das war's jetzt erstmal von meinem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal!